Also in einer Woche spricht kein Mensch mehr über Tyson Fury gegen Francis Ngannou, sondern dann wird jeder am 4.11. spätestens über Fame Fighting sprechen. Und damit ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier live aus Bonn. Eugen an meiner Seite, und ich würde sagen, das erste Wort gilt dem Gastgeber, und deswegen bitte ich dich, Eugen, jetzt kurz zu erklären, wie diese Idee überhaupt entstanden ist und worauf du dich am meisten freust. Also, hallo, check. Die Idee ist auf jeden Fall sehr spontan entstanden. Wir haben mehrere Promi-Box-Veranstaltungen beobachtet, sage ich mal, und wir wollten das Ganze besser machen, professioneller, mit mehr Qualität und den Leuten einfach eine bessere Chance geben, sich zu zeigen in einem sportlichen Duell. Und ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Und ich bin erstmal dankbar, dass alle auf jeden Fall entschieden sind. 18 Promis an einem Tag, an einem Fleck, um eine Uhrzeit an den gleichen Ort zu bekommen, ist auf jeden Fall nicht leicht. Deswegen danke an alle, die gekommen sind. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und wir werden am 4.11. eine mega, mega Show hinlegen. Und ja. Das Wichtigste sind natürlich die Protagonisten, die wir euch jetzt gerne einmal einzeln alle vorstellen. Ihr könnt gerne einmal kurz aufstehen oder einfach einmal begrüßen. Geben. Eugen? Wir haben die Vanessa Koftun hier einmal aus Salzburg. Romina Mina? Genau, und dann den Patrick Fabian. Wo sitzt der? Da einmal, hallo. Jakob Melandjakeri. Dann Sebastian Panek. André Mangold. Jessica Fiorini. Und Karina Spack. Nicolas Nisu. Und Kevin NJ. Mike Heiter. Und Erik Sinnermann. Julia Rümmelt. Alexa Breit. Jan Kaplan. Und Luigi Birofio. Diogo Sangre. Und Alex Petrovic im Hauptkampf. Alle hier anwesenden Pressevertreter haben natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einfach einmal kurz die Hand heben, dann bekommt ihr ein Mikrofon. Kurz sagen, von welcher Medienabteilung ihr seid, und dann könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ansonsten hat meine geschätzte Kollegin Celine Behringer auch den YouTube-Livestream im Blick, und da können alle Zuschauer, die das Event hier live verfolgen auf YouTube, natürlich auch ihre Fragen stellen. Ich würde sagen, Eugen, du hast die erste Frage. Genau. Mit wem fangen wir an? Luigi? Okay. Luigi, die erste Frage geht. Hallo. Warte, funktioniert. Übrigens wollte ich nur mal ganz kurz alle Teilnehmer und hier Anwesenden vorwarnen. Wir haben einen Mute-Knopf, Eugen und ich. Das heißt, ihr braucht nicht denken, dass ihr hier irgendwie ausartet, weil wir können das Ganze ganz schnell unterbrechen. Genau. Also Luigi, die Frage geht an dich. Für dich ist der Kampf eine persönliche Sache. Wie wichtig ist der Sieg? Nee, nochmal. Jetzt. Jean. Also, es gibt kein Verlieren, es gibt nur einen Sieg. Okay. Es gibt sowas, gibt es gar nicht. Also für ich will, dass der in seiner perfektesten Phase kommt. Ich will, dass der topfit ist. Weil ich werde kein Mitleid mit denen haben. Jan, bist du topfit? Du musst dein Mikro noch hoch. Ich wundere mich, dass er mich Jan nennt. Finde ich gut. Wie soll er dich sonst nennen? Verschiedene Namen. Fisch, Mau. Und Lutscherpuppe. Mau. Ich freue mich auf den Kampf sehr. Ich hoffe, dass es fair wird. Ich habe jetzt hier nochmal die Herausforderung an dich, weil so viele Leute haben diesen Beitrag. Ah, shut the fuck up. So viele Leute wollen den Kampf sehen. So viele Leute haben viel Geld für Tickets bezahlt. Sehr viele Leute haben sehr viel Geld für Tickets bezahlt. Und warum sollen wir diesen Leuten nur 3x3 Minuten geben? Das sind 9 Minuten. Eugen hat mir gesagt, er gibt uns die Möglichkeit, 5 Runden zu machen. Wenn du doch sagst, du kriegst mich in 3 Runden an den Boden, dass ich in 3 Runden verliere. Eine Runde. Warum? Okay, eine Runde. Warum kommst du dann nicht 5? Warum lässt du dich nicht auf 5 ein? Guck mal, ich weiß nicht, ob ich auf Hundesprache reden muss oder menschliche Sprache. Aber Menschliche Sprache, Luigi, bitte. Du kommst mir eine Woche vor den Kampf. Du kommst mir eine Woche vor den Kampf, lass mal 5 Runden machen. Nur weil vielleicht dein Trainer gesagt hat, renn mal 4 Runden von Gigi weg, damit du letzte Runde ein bisschen Kraft hast. Erstmal, das ist unprofessionell. Das ist Boxkampf. Du hast, glaube ich, noch nie in deinem Leben 5 Runden gekämpft in Sparring. Und es zeigt, dass du nie... Du Eselgesicht, sag mal leise. Krass, dass du beleidigst. Eugen, was sagst du dazu? Tschö.
Was keine Beleidigung, das ist ein Fakt. Also Leute, ganz kurz einmal. Also entweder, und im Publikum bitte auch, entweder genau. Machen wir das hier vernünftig und bringen das vernünftig über die Bühne. Warte mal, Gigi, chill mal ganz kurz. Weil ansonsten macht das Ganze hier keinen Sinn. Dann bin ich raus. Guck mal, am Anfang jetzt ganz kurz an das Publikum. Was soll das? Warte kurz, ich bin am Sprechen. Ans Publikum gerichtet, bitte nicht reinrufen, weil das behindert uns in der Aussprache. Das heißt, wenn der Can spricht, dann spricht den Can keiner da rein. Und wenn der Luigi spricht, dann spricht den Gigi keiner rein. Sonst ist einfach für den Zuschauer nicht verständlich, worüber wir gerade sprechen. So, deswegen bitte abwechselnd sprechen und aus dem Publikum keine Rufe rein. Eugen ist ja außerdem der Veranstalter und der hat sich auf einen Hauptkampf festgelegt und der lautet nicht Luigi Birofio gegen Gian Kaplan, sondern der lautet ja Dogo Sanchez gegen Alex Petrovic. Ich erkläre muss Valentina fragen, ob du redest. Warte kurz, ich erkläre das jetzt. Der Hauptkampf von Alex und Diogo ist so festgelegt worden, weil in dem Black Table Gespräch mit Diogo und Alex wurde eine Herausforderung ausgesprochen, die 5 Runden geht. Ich habe die angenommen, weil ich erst den Diogo gefragt habe, ob der sich darauf einigen möchte, genauso wie ich seinen Trainer gefragt habe. Beide haben zugestimmt, deswegen sind 5 Runden entstanden, deswegen kriegen die beiden den Hauptkampf. Ich habe aber mit dem Can telefoniert, genauso wie ich mit dem Gigi telefoniert habe und habe gesagt, ich bin bereit, den Hauptkampf Can und Gigi zu geben, wenn die beiden... Guck mal Leute, also wenn der Eugen redet, die Zuschauer über den Stream verstehen nicht, was er sagt, wenn jeder permanent reinredet. Richtig. Die sitzen hier nicht vor Ort, sondern wir haben einen Livestream. Und wenn Leute durcheinander reden, ist das für die Livestream-Zuschauer nicht verständlich. Deswegen würde ich euch bitten, zu warten, bis derjenige, der gerade spricht, ausgeredet hat. Und dann könnt ihr gerne ansetzen. Danke. So, wie gesagt, ich habe mich bereit erklärt, den Hauptkampf Gigi und Can zu geben. Mit der Voraussetzung, dass die 5 Runden kämpfen. Vertrag, damit der Zuschauer das auch versteht zu Hause, Vertrag bei jedem einzelnen Kämpfer, der hier gerade vor Ort ist, ist 3x3 Minuten angesetzt. Die Möglichkeit, das aufzustocken, ist auf jeden Fall gegeben. Dafür muss ein beidseitiges Einverständnis da sein. Und wenn das der Fall ist, werden wir den Hauptkampf Gigi und Can geben. So, jetzt nacheinander bitte. Wer möchte anfangen? Bei der Vertragsgestaltung, genau. Als wir damals telefoniert haben, das ist schon 2 Monate her, bevor genau. Alex überhaupt Diogo herausgefordert hat. Ja. Was habe ich dir gesagt, wie viele Runden möchte ich kämpfen? Der Can, damit das auch alle verstehen, als wir die Verträge abgeschlossen haben, der Can war von Anfang an überzeugt, 5 Runden gehen zu möchten, 5 Runden gehen zu wollen. Und er wollte auch die Unzenanzahl der Handschuhe verkleinern, also dass die Handschuhe kleiner wollte ich auch hören. Gewicht wolltest du auch, ja, richtig. Und ich habe gesagt, dass das nicht funktioniert, weil Gigi 80 Kilo kämpft. Und der Can hat sich dann bereit erklärt, in quasi Gigis Wünschen nachzukommen. Und deswegen diese ganze... Jetzt habe ich nur einen einzigen Wunsch. Einen einzigen. Aber Can, ausreden den lassen. Den Hauptkampf. Okay. Genau, so. Die Möglichkeit, wie gesagt, besteht. Can hat den Kampf... zu Gigis Bedingungen angenommen. Jetzt möchte der natürlich auch eine Bedingung stellen. Und jetzt darfst du deine Meinung dazu sagen. Luigi, schaffst du das aber in menschlicher Sprache? Ja. Okay. Ob ich Hauptkampf bekomme oder nicht, juckt mich nicht. Du kannst mich als erstes kämpfen lassen. Wir können auch jetzt kämpfen. Mich juckt dieser Hauptkampf, wir sind die Coolen, wir haben die meisten Reichweite. Mich juckt es nicht, dieser Hauptkampf. Okay, perfekt. 3 Minuten, 3x3, fertig, so wurde ausgemacht. Das für mich sind es alles nur Ausreden. Ja, aber für mich, egal ist. Der hat noch nie wirklich Sparring gemacht, dass er 5 Runden. Wer bist du? Letztens, ich sehe Story von Valentina. Can wird nicht kämpfen, weil die anderen den alle beleidigt. Oh, kurze jetzt, Sache. In meinen Augen, der tut gerade diesen Sport um Schmutz. Okay. Eine kurze Anmerkung auch an dich. Es geht um dich und um Can. Lassen wir die Zuschauer sein. Bitte, euer Diskussion geht über dich und über Can. Okay, Eugen. Also, 3 Runden für diesen Kampf, um das Gespräch ist vertraglich festgelegt, dass 3 Runden gekämpft werden, 3x3 Minuten. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht, wenn beide sich darauf einigen, 5 Runden zu kämpfen, können wir das gerne machen. Das ist jetzt hier auch von mir eine Aussage. Das heißt,
bei beidseitiger Einverständnis kämpfen die beiden 5 Runden. Also hat er gesagt, ihm ist das egal. Mhm. Er kämpft doch hier gerne. Hier machen dann wir nicht. Hier kämpfen machen. Wir gar nicht. Dann lass uns 5 Runden machen. Ihr hebt euch das für den 4. November gerne auf. 5 Runden. Was sagt der Coach? 5 Runden. Drei mal drei, fertig. Okay. Vertraglich 3x3, fertig. Nichts zu diskutieren. Okay. Es bleibt bei 3 Runden auf jeden Fall. Der Hauptkampf findet statt zwischen Alex Petrovic und Diogo Sangre. Und da freuen wir uns auf 5 Runden. Es findet, wenn kein Kampf... Warte doch mal. Zu dir nach Luigi. Chill mal. Also es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Valentina und Gian gehen gemeinsam raus und Luigi setzt sich wieder hin. Oder musst du nicht. Aber wir setzen uns jetzt entweder hier und führen die Pressekonferenz vernünftig oder diejenigen, die nicht wollen, verlassen den Raum. Ja, das können wir am besten. Das passt, dann sind die Störfaktoren jetzt raus. Besten Dank und wir können die Pressekonferenz fortführen. Luigi, nein, warte, wir wollen jetzt einfach die Pressekonferenz weitermachen, ja? Kindergarten. Genau. Das ist peinlich. Genau, ist es auch. Die tun gerade diesen Sport in den Müll schmeißen. Ja, aber du musst ja nicht mitgehen. Du kannst es ja einfach, weißt du, die Schlauen ignorieren einfach. Chill mal kurz. Die ganze Zeit das nicht mitmachen will. Das ist sein Ziel. Es gibt ja vertragliche Konditionen. Ich glaube, Eugen sitzt hier neben mir und so schnell kann sich hier keiner auch. Ich würde es verstehen, okay, aber du kannst nicht eine Woche davor kommen, mir zu sagen, ich will jetzt 5 Runden. Aber das haben wir doch geklärt. Weil mein Trainer gesagt hat, 4 Runden haue ich ab und letzte Runde, weil Gigi raucht oder so. Wir haben es ja geklärt, Luigi, ist doch alles gut. Der Hauptkampf findet statt zwischen Alex Petrovic und Gigi. Aber ich finde es toll für den Sport. Und sofern wir jetzt einfach weitermachen, ist auch alles für die Zuschauer, noch am Laufen, die Luigi. Facciamo una pausa, te lo dico in italiano, se vuoi. Che ci fermiamo un attimo. Okay, super. Also Alex, ich würde sagen, wir machen bei dir weiter, damit wir jetzt diese Pressekonferenz hier fortführen. Du trainierst ja normalerweise auf Optik, habe ich mir sagen lassen. Zumindest denkst du, dass das bei so einem agilen Kampf dir im Weg stehen wird oder bist du auch auf einen dementsprechenden Boxkampf vorbereitet? Also die Info hast du aus dem Sommerhaus und das Sommerhaus ist mittlerweile 5 Monate her. Seitdem habe ich sehr viel getan, sehr viel Kraftausdauer trainiert, mir ein hochprofessionelles Team an Bord geholt mit Felix Sturm und Coach Vassilio und Marc Dussis. Das ist ein Profi-MMA-Kämpfer und die haben mich bestens vorbereitet, also ich bin topfit. Diogo, du warst auf Thailand und hast dich da vorbereitet. Vor was muss sich Alex fürchten? Ich habe mich in Thailand sehr gut vorbereitet und ich bin bereit für einen guten Kampf, für einen fairen Gegner. Und ich bin mir sicher, dass ich ordentlich Gas gegeben habe in Thailand für einen Sieg auf jeden Fall. Wie weit würdest du für den Sieg gehen? Ich habe Geld ausgegeben. Luigi, per favore, te lo dico in italiano, ti siedi, grazie. Okay, einmal ganz kurz, auch für den Zuschauer, der zu Hause jetzt durch diese Geschenke jetzt auch belustigt wurde. Ganz kurz, die Verträge bei jedem einzelnen Kämpfer, die hier vor Ort sitzen. Egal, ob man damit einverstanden war, ob man was anderes wollte, am Ende des Tages hat jeder unterschrieben und jeder hat sich einstimmig dafür entschlossen, diesen Vertrag einzugehen. So, und das heißt, egal wie, wo, was, wann, warum, jetzt kriegen wir wieder Besuch, alles klar. Laut Vertrag sind es 3x3 Minuten, auch bei Alex und Diogo stehen bis jetzt im Vertrag 3x3 Minuten. Diese einstimmige Einwilligung, 5 Runden zu kämpfen, das ist deren freiwillige Entscheidung gewesen. Das heißt, man kann niemanden zwingen. Das heißt, wenn morgen der Alex mich anruft und sagt, ja, ich kämpfe doch nicht 5 Runden, dann ist das so. Weil du kannst keinem zwingen, 5 Runden zu kämpfen, wenn der Vertrag auf 3x3 Minuten angesetzt wurde. Und im Amateurbereich, im Amateursport und alle sind hier, die kämpfen Amateure, ist es normal und Regelwerk, 3x3 zu kämpfen. Und damit möchte ich das Thema abschließen. Falls sich Gigi und Jan doch dazu entscheiden, 5 Runden zu kämpfen, ist es okay. Wenn nicht, ist es auch okay. Und damit will ich jetzt dieses Thema auch beenden. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Kampf, Eugen. Wir würden mit dem Fragenkatalog einfach weitermachen. Das sind Fragen, die uns im Vorfeld auch
von Presseteilnehmern oder genau. Zuschauern geschickt wurden. Die arbeiten wir einmal ab und dann seid ihr gerne gefragt und könnt ebenfalls eure Fragen stellen. Genau. So, die nächste Frage geht an Mike. Du hast eigentlich keinen persönlichen Konflikt mit Erik, aber beim Black Table, der jetzt noch nicht online war, hattet ihr eine kleine Auseinandersetzung, hattet Meinungsverschiedenheiten und wie weit wirst du gehen, um den Sieg nach Hause zu fahren? Also, hallo erstmal. Ja, also er kann sich auf meine Präsenz im Ring auf jeden Fall freuen. Hier ist er ja anscheinend schon geblendet von meiner Präsenz, weil er eine Sonnenbrille aufträgt, Sonne sehe ich hier nicht. Und ja, darauf kann er sich freuen. Okay, Erik, die Frage an dich einfach genau dasselbe. Du hattest ja auch, sage ich mal, einen kleinen Auseinandersetzung am Black Table. Wie weit wirst du für den Sieg gehen oder wie sehr möchtest du den Sieg? Einfach auf den Knopf drücken. Kann ich mal ganz kurz 30 Sekunden für eine ganz kleine Rede halten? Kommt drauf an, was? Eine ganz nette Rede, also wirklich, sie ist nur positiv. Okay. Ja? Gib Gas. Okay. Genau. Also, in eigenen Worten verfasst. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie mit großer Dankbarkeit im Namen des Famefighting-Teams und des renommierten Bild-Zeitungsmagazins. Die vergangenen 3 Monate waren für mich eine außerordentliche Gelegenheit, bei Famefighting als Kämpfer teilzunehmen. Und ich schätze diese hervorragende Zusammenarbeit zutiefst. Ebenso danke ich Benly für die hochwertige Boxausrüstung, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Und meinen Trainer Jihad Ali Khan. In Bezug auf mein Verhalten als Boxer und Reality-Star, bitte zuhören, möchte ich unmissverständlich betonen, dass ich mich nicht vorbildlich verhalten habe. Die gerechte Vertragsstrafe, die mir auferlegt wurde, sehe ich als angemessene Konsequenz. Ich trage die Schuld für mein unprofessionelles Verhalten und erkenne an, dass es als Reality-Star nicht gerecht wird. Es tut mir aufrichtig leid und ich empfinde Scham für meine Handlung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Mike Heiter für mein unangemessenes und ganz kurz unreifen Äußerungen zu entschuldigen. Vieles davon wurde im Affekt gesagt und ich kann die Tiefe meines Bedauerns nicht in Worte fassen. Aber okay, schade, hätte ja passen können. Mir ist meine Vorbildfunktion äußerst bewusst und ich verurteile zutiefst, Fäkalsprache verwendet zu haben. Dies entspricht nicht meinen eigenen Ansprüchen und den Erwartungen, die an mich gestellt wurden. Lassen Sie uns im Blick nach vorne richten und der bessere und fairere Kämpfer auf eine ehrenhafte Weise gewinnen lassen. Okay. Denn Fairness und Integrität sind von unschätzbarem Wert. Hochachtungsvoll, in eigenen Worten geschrieben und verfasst von Erik Sindermann, auch bekannt als Dr. Sinsen, in Klammern, auf Anraten von meinem Manager, meinen Sponsoren und meiner Mama. Okay, Dankeschön. Dankeschön für diese Rede. Wie viel Geld hast du Mike ihm dafür bezahlt, diese Rede hier aufzuführen? Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank, Erik. Wir machen weiter mit André Mangold und Sebastian Panek. Das ist ja auch das Bachelor-Duell, aber die Frage geht an euch beide. Ihr könnt euch entscheiden, wer zuerst antwortet. Rosen werden ja hier nicht verteilt, oder? Nein. Pfeilchen. Also ich Pfeilchen? Denke, es geht hier um Pfeilchen, die verteilt werden. Die Zeit, Rosen zu verteilen, die ist längst passé. Und ich denke, die Zuschauer können sich auf einen Fight mit zwei Athleten freuen, die in den Ring steigen und ja, das Drumherum sein lassen und ja, im Ring eine klare Sprache sprechen lassen. André, wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet? Ich sag mal so, ich habe das Maximale versucht rauszuholen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich eine extrem neue Situation und eine Herausforderung. Und ich bin es auch aus dem Profisport von damals natürlich anders gewöhnt, wenn ich mich 2 bis 3 Mal am Tag auf etwas bewusst vorbereitet habe. Jetzt in meinem Alter, ich bin 36, ich glaube Sebastian ist 37. Wir sind beide oder wir alle hier auch in der Selbstständigkeit. Das heißt, wir haben noch andere berufliche Verpflichtungen. Trotzdem muss man ein Stück weit natürlich versuchen, einfach sich bestmöglich vorzubereiten und maximalen Effort zu geben. Ich freue mich auf das Duell, weil ich glaube, dass Sebastian einfach ein sehr sportlicher Typ ist und das ist, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. Und letzten Endes freue ich mich aber auch auf das ganze Event und das Drumherum, freue mich auf die anderen Kämpfe und ich werde ja, alles geben, um dann am Ende als Sieger aus dem Ring zu steigen. Gut, manchmal ist das Alter ja auch nicht entscheidend. Danke, jetzt hast du ja doch ein bisschen Rosen verteilt. Danke. Ja, ich meine, ich war 2 Jahre nach dir am Rosen verteilen. Ich glaube, beide Staffeln sind ganz gut angekommen und wir wissen ja, was wir da machen und was wir können. Aber
Im Gegensatz zu dir habe ich noch ein paar Basketballkörbe auch verteilt von ein paar Leuten, deswegen kenne ich die Situation. Jetzt schauen wir mal einfach, was im Ring passiert. Das habe ich öfter gelesen, so dieses Thema Ex-Profisportler und so weiter. Ich meine, gut, weil du irgendwann mal ein paar Bälle in den Korb geworfen hast, professionell den ganzen Tag, heißt das ja nicht, dass du gut boxen kannst. Richtig. Ein guter Schachspieler, Schach ist auch Sport, der wird sich auch nicht gut im Ring bewegen können. Und von daher habe ich gerade viele, weiß nicht, ob man das Ausreden nennen kann, aber schon so ein bisschen eine Vorwegnahme, so, ja, wir sind selbstständig, wir sind viel unterwegs und Training ist schwierig und so. Ich sagte, ich bin jede Nacht um 3 Uhr aufgestanden, ich habe eine Familie, ich habe 2 Kinder, geil. War mir scheißegal, ich habe beruflich was zu tun gehabt, ich bin 3 Uhr aufgestanden, habe 2-3 Stunden geboxt, bin nach Hause gekommen, war für die Familie da, am nächsten Tag das Gleiche, am übernächsten Tag das Gleiche. Also entweder ich habe ein Ziel vor Augen so und bereite mich darauf vor und bin mit 100, 120, 150% Effort dabei oder halt nicht. So, und ich verspreche mir ein bisschen mehr vom Kampf, ehrlich gesagt, so, dass da einfach 150% gegeben werden und halt nicht schon im Vorfeld irgendwelche Ausreden gesucht werden, André. Ja, das finde ich schön, dass du die Aussage von mir so interpretierst. Ich glaube, da bist du der Einzige im Raum hier, muss ich ganz klar sagen. Ich suche keine Ausreden. Ich sage einfach nur, wir haben alle was anderes auch noch nebenbei zu tun, aber ich habe auch 2 bis 3 Mal trainiert. Ich konnte das einfach nicht durchgehend machen und ja, ich bin sehr gespannt, wie du dich dann vorbereitet hast. Das ist zollt von Respekt. Du bist Familienvater, klar, du hast alles gegeben, du wirst auch alles geben. Aber ich glaube, ich weiß einfach, was das bedeutet. Und deswegen sage ich es nochmal. Ja, Ex-Profi, das heißt ja was. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht damals. Ich habe dem alles untergeordnet. Ich weiß einfach, was es heißt, auf höchstem Level zu performen und performen zu müssen, mental und physisch, auch mit Außeneinwirkung. Dementsprechend war das keine Ausrede, es wird auch nie eine sein. Ich sage nur, ich bin es aus der Vergangenheit gewohnt, mich anders vorzubereiten oder vorbereitet zu haben. Aber ich werde maximal fit sein und darauf können wir uns beide freuen und die Zuschauer auch. Wir freuen uns ebenfalls auf den Kampf. Besten Dank an euch zwei, Eugen. Dann haben wir den nächsten Kampf, Kevin NJ und Nicolas Nisou. Genau. Die Frage geht an Kevin. Du bist Familienvater. Und hast du Angst vor möglichen Verletzungen, so zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie im Kampf irgendwas passiert? Der Sport ist natürlich sehr intensiv, es kann immer was passieren, aber durch meine Gegnersituation habe ich jetzt keine Angst. Okay. Die nächste Frage ist an Nicolas. Du hast den Kampf 3 Wochen vor Kampf angenommen, du wolltest ihn unbedingt. Wir haben mehrmals telefoniert, du warst sehr, sehr motiviert und hast du eine besondere Motivation oder einen besonderen Grund, warum du diesen Kampf gegen Kevin auf jeden Fall haben wolltest? Ja, weil er am Anfang gesagt hat, ich wäre uninteressant, aber jetzt guckt er meine Story schneller als meine Freundin, deswegen so unängstlich kann er anscheinend nicht sein, deswegen sind wir 100% motiviert auf jeden Fall. Okay. Also ich bin natürlich selbstbewusst, aber ich bin auch nicht dumm, ich mache meine Hausaufgaben, natürlich gucke ich seine Story, ich meine, du hast mir auch noch bis gestern gefolgt wie ein Achaya und jetzt machst du so hier wieder einen folgt und komm, auf dieses Spielchen habe ich keinen Bock. Okay, danke. Dann haben wir den nächsten Kampf, Julia Römmelt gegen Alexa Breit. Julia, die erste Frage geht an dich, wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet und vor allem auch, was mich interessieren würde, wie blickt ihr zwei auf eure männlichen Kollegen an dem Tag? Also ich habe mich so krass vorbereitet, wie ich mich noch auf nie irgendwas anderes vorbereitet habe. Ich habe vorher keinen Sport gemacht. Ich bin jetzt 6 Wochen lang jeden Morgen aufgestanden. Ich bin jeden Tag zum Boxtraining gegangen, ob es mir schlecht ging, ob ich nicht mehr konnte, ob ich vielleicht auch geweint habe oder auch ein Pfeilchen bekommen habe. Ich habe immer weitergemacht und ich bin top vorbereitet. Auf meine männlichen Kollegen, also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Kämpfe. Ich habe zum Beispiel Mike ja auch trainieren sehen. Wir haben das ein oder andere Mal zusammen trainiert und ich weiß, dass auch er alles gegeben hat. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf alle Kämpfe. Und vor allem auch auf deine Gegnerin Alexa. Alexa Breit, du bist ja auch als Model tätig. Hast du da dementsprechend Angst oder befürchtest du auch optische Veränderungen nach diesem Kampf davon zu tragen? Nee, eigentlich nicht. Man kann ja alles wieder richten lassen. Und ich habe auch eine Deckung. Also ich tue jetzt nicht mein Gesicht hier hinhalten und nach Motto Losschlag zu. Ich kann auch zurückschlagen und ich passe einfach auf. Ich würde sagen, da passiert da nichts. Wie schwierig waren die Vorbereitungen oder wie intensiv waren die auch für dich? Ja, ich muss sagen, ich habe davor ja auch echt viel Sport gemacht.
aber ich habe noch nie sowas Anstrengendes gemacht. Ich bin wirklich so jeden Tag über meine Grenzen hinausgewachsen und ich habe auch nie gedacht, dass ich so viel leisten kann. Ich war so jeden Tag immer stolzer auf mich und habe auch gesehen, dass ich mich gesteigert habe. Und ja. Okay. Der nächste Kampf, den ich jetzt gerne befragen würde, ist Vanessa Koftun gegen Romina Mina. Und zwar die erste Frage ist an Vanessa. Ich habe dich angerufen, gefragt, ob du gegen Romina kämpfen wollen würdest. Ihr habt euch gegenseitig jetzt nicht persönlich gekannt, aber du warst sofort Feuer und Flamme. Hattest du da eine besondere Motivation, irgendeinen Grund oder hast du einfach dir deine eigenen Gedanken dazu gemacht? Ich liebe ja den Kampfsport, also ich bin damit ein bisschen groß geworden. Meine ganze Familie und Freunde sind da in der Szene drinnen. Ich wollte immer schon mal eine neue Herausforderung annehmen. Mhm. Und ich sagte ehrlich, es gibt nichts Geileres, als wie innerhalb von 10 Wochen an seine Grenzen zu kommen. Und ich fand Romina eigentlich die perfekte Partnerin. So was ich mitbekommen habe, ich kenne dich ja nicht, ist ja eben auch sehr sportlich und ehrgeizig und genau das brauche ich. Also ich brauche jetzt keinen Gegner, der was ein bisschen unter mir ist, sondern auf gleicher Augenhöhe. Und du hast, du hast bei Romina im Instagram-Profil ihre Boxvideos gesehen. Mhm. Warst du davon, sage ich mal, eingeschüchtert oder hat dich das noch mehr motiviert, dass die da schon mal ein paar Mal trainiert hatte? Also ich sag mal so, nur weil du 5 Jahre einen Führerschein hast, heißt es nicht, dass du es gut kannst. Klar, sie trainiert schon ein paar Jahre, so was ich zumindest gesehen habe, aber ich werde natürlich mein Bestes geben, also mich motiviert es eher mehr. Okay, danke. Romina? Ja, Hausaufgaben habe ich natürlich auch gemacht, auf deinem Instagram war ich natürlich auch, deswegen vom Gegner her super, sie ist vom Fitnesslevel natürlich top. Deine Boxvideos zum Teil habe ich auch natürlich analysiert, Technik ist sauber. So, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. So, ich war längere Zeit nicht im Training, habe jetzt aber selber gemerkt, wie viel Fortschritte man machen kann in so einer kurzen Zeit, wie viel man aus sich selber rausholen kann. Ich bin heiß drauf. Es wird doch definitiv, glaube ich, ein geiler Kampf zwischen mir und Vanessa. Okay. Dankeschön. Und dann haben wir ja noch Patrick Fabian gegen Jakub Jarecki. Patrick, die erste Frage geht an dich. Du musst jetzt für den Kampf mächtig Gewicht verlieren. Findest du das unfair oder war es das für dich wert? Ich sehe das Ganze als sportliche Challenge und gerade als Fitnesscoach und Ernährungsberater weiß ich natürlich, wie man abnehmen kann. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als große Schwierigkeit. Und zu meiner Körpergröße passt das Gewicht, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Ein paar Muskeln weniger lassen einen auch etwas besser boxen. Jakob, du kämpfst nach eurem Online-Beef gegen Patrick. Gegen ihn kämpft ihr indirekt auch um das Herz von Kate. Ja, hallo erstmal zusammen. Für mich geht es in dem Ganzen 0,0 um Kate. Das Ganze wird auch rausgehalten. Das ist ein persönliches Ding und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Ich sage dir einfach nur, bereite dich gut vor. Ja, in meinen Augen siehst du das ein Ticken zu viel als Show. Aber ich sage dir, am 4.11. Kannst du deinen Langhandackel, mit dem du heute angekommen bist, wieder einpacken und dann ab zurück nach Berlin. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Apropos Show, wäre das in Ordnung, wenn wir eine Stange in den Ring stellen, damit ich die Show dir auch bieten kann? Du hast ja schon nachgefragt. Das ist eben genau die Einstellung, die ich meine mit den Sprüchen. Wie gesagt, du bist ein Comedian. Nach dem Kampf kann ich dir gerne noch ein Fuffi oder was hinschmeißen, dann kannst du noch deine Skills an der Stange zeigen. Und wenn du dazu noch in der Lage bist, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Du bist einfach eine Witzfigur, wirst das immer bleiben und wir sehen uns dann am 4.11. Am 4.11. sind wir dann schlauer, da könnt ihr das dann unter euch ausmachen und zwar sportlich zumindest, weil ich glaube, im Ring werdet ihr keine Puste haben, um solche Floskeln von euch zu geben. Aber auf jeden Fall, Eugen, also wenn es darum geht, wer heute die meisten Floskeln rausholt, wäre es schwer zu entscheiden, wer gewinnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die tun sich alle nichts. Wir freuen Eugen, uns. Kann ich ganz kurz was sagen? Wer? Erik? Oder wer? Ich muss draufdrücken, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Vorfeld, was für negative Nachrichten gekommen sind. Und ich gehe in der ersten Runde K.O. und in der zweiten K.O. Runde nur negativ. Ich muss von wem? Scheiß auf diesen scheiß Text hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sorry Patrick, ja, dass ich jetzt das zu dir sage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich die ganze Zeit unterschätzt werde und alle mich dumm machen.
Das hier war ich gewesen, Leute. Guckt euch mal alles an, Mike. Und du kannst dich darauf freuen. Ich schwör's dir, ich werde 3 Runden wirklich um mein Leben kämpfen. Und ich sag dir ganz ehrlich, jeder erwartet, dass ich in der ersten Runde K.O. gehe. Du kannst es versuchen, wirklich. Du wirst so hier aussehen. Sorry, Patrick, ist nichts gegen dich. Ja, wirklich. Überhaupt nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, Mike, ich habe auch noch was Schönes für dich mitgebracht, ja? Du darfst nicht so nah ans Mikro rangehen, sonst hört man dich nicht. Nein, ich gebe ihm das. Ja? Mike, du bist der Nächste. Wir haben uns ja alle schon auf das Face-Off gefreut im Anschluss, aber eigentlich kann man sich das auch sparen, weil kann der eigentlich reden? Teilnehmer hat der eigentlich haben uns das schon vorne weggenommen, ehrlicherweise, aber wir freuen uns gleich auf das Face-Off. Übrigens bitte das Face-Off einigermaßen entspannt über die Bühne laufen lassen, gleich, wenn wir das dann starten. Wir fragen jetzt gleich die letzten Fragen. Eugen, willst du das einmal zeigen? Ich will das einmal erklären. Aber dazu musst du es auch einmal zeigen, natürlich, sonst sieht man es nicht. Okay, sorry. So, hier sehen wir Erik und Patrick. Patrick nach dem Sparring und ein bearbeitetes Bild von Mike nach dem Motto, okay, du bist der Nächste. Das ist die Zukunft. Und willst du es haben? Nein, kann er wieder mitnehmen. Also wir machen weiter. Dankeschön an euch beiden mit Carina Spack und Jessica Fiorini. Carina, es ist bereits dein 2. Promi-Box-Kampf. Glaubst du, dass du dadurch einen Vorteil hast? So. Ja, also ich meine, ich stand schon einmal im Ring, aber dafür habe ich mich damals auch 3 Wochen vorbereitet. Also es war auch so ein knappes Ding. Klar stand ich da schon mal, weiß vielleicht, wie es ist, in so einer Kulisse dann zu kämpfen. Aber ja, ob es jetzt wirklich so ein krasser Vorteil ist, weiß ich jetzt nicht. Jessica, was motiviert dich, gegen Carina zu kämpfen? Gibt es da vielleicht auch eine persönliche Motivation? Und wie siehst du das, dass Carina den Vorteil hat, auch schon so einen Promikampf schon mal gemacht zu haben? Also eine persönliche Motivation im Sinne von, dass ich irgendwelche negativen Gefühle gegen sie hege, so ist das gar nicht. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Beef oder sowas haben. Ganz im Gegenteil, ich mag es eigentlich sogar ziemlich gerne. Klar ist es für mich, glaube ich, schon von Nachteil, dass sie schon Boxerfahrung hat und auch, dass sie schon mal gekämpft hat, weil ich habe bis vor 10 Tagen noch nie einen Boxhandschuh angehabt. Aber ich habe die sportliche Motivation angenommen, dass ich für mich trainiere und das Beste daraus mache. Und natürlich habe ich auch Bock zu gewinnen, so ist es nicht. Und ich finde es ganz cool, dass meine Gegnerin, denke ich mal, stark sein wird. Okay, ich habe noch eine Frage an Carina. Und zwar, der Kampf, den du kämpfen solltest, war ein Rückkampf gegen Jade, der erst zugesagt wurde und danach mit einem Ibiza-Urlaub abgesagt wurde. Willst du dazu noch irgendwas sagen oder willst du das einfach stehen lassen? Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn ich eigentlich was zusage, dann trete ich das natürlich auch an. War jetzt schade, erst macht sie so eine Welle, wollte unbedingt gegen mich kämpfen. Ich habe auch noch gesagt, ey, wenn du gewinnst, ich gebe dir sogar meine Gage on top. Aber dann kamen halt die Flüge nach Ibiza. Ich meine, ich war in der Zwischenzeit auch auf Ibiza und ich kann trotzdem noch kämpfen. Ne? Da sieht man halt die Priorität, aber ist glaubst du ihr, dass sie verletzt ist? Weil sie hat ja abgesagt, weil ihre Schulter verletzt ist und ihr Arzt ihr quasi den Kampf verboten hat. Ich sag mal so, ich habe dieses Video gesehen von ihrem Unfall, aber wenn ich jeden Tag saufen und feiern kann und tanzen kann, dann kann ich auch eigentlich sportlich in den Ring gehen. Also, naja, jetzt wenn man jeden so Tag sauft, wird es mit dem Sport auch ein bisschen schwer, ne? Was? Alles okay bei dir? Vielleicht habe ich gesoffen. Kann sein, ja, Valentina ist betrunken. Mit Sicherheit nicht. So, ich würde sagen, dann haben wir die Fragen, die uns vorgelegen sind zumindest, abgearbeitet. Genau. Sofern Pressevertreter aus dem Publikum jetzt noch Fragen haben, dann gerne einmal die Hand heben. Ansonsten würden wir mit dem Face-Off weitermachen. Nein, noch nicht. Luigi's Face-Off überlegen wir uns dann noch. Celine Behringer. Ob das hier jetzt geht. Ich habe was Aktuelles aus dem Stream. Ich checke ja YouTube die ganze Zeit. Keine Fragen, aber viel Aufregung. Wegen? Jan. Okay. Und ganz aktuell, Valentina hat jetzt vor ein paar Minuten eine Story gepostet, in der sie den Kampf absagt. Einmal will ich dazu was sagen. Und zwar, Valentina kämpft ja nicht. Also Valentina ist nicht der Gegner von Gigi, sondern der Jan ist der Gegner von Gigi. Das heißt, der Vertrag wurde von einem Jan unterschrieben und auch von einer Valentina, aber der Gegner ist Jan. So, und wenn die jetzt Stories postet, wo sie den Kampf absagt, ja, alles schön und gut, kann sie gerne posten, aber im Endeffekt hat Gigi
in der Hinsicht nichts falsch gemacht, weil er diese 5 Runden nicht angenommen hat. Das ist seine freie Entscheidung gewesen. Und dieses Minimale da, wo die sich jetzt anecken und beleidigen und so, das ist Trash-Talk, das gehört dazu. Das macht ein Alex, das macht ein Diogo, das macht ein Mike, das macht jeder, das gehört dazu und das muss man abhaben können. Vielleicht kannst du auch zur vertraglichen Situation was sagen. So einfach ist es ja nicht, aus so einem Kampf rauszukommen. Nee, natürlich. Man kann den Kampf nicht nach Lust und Laune absagen. Wir sind ja kein Zirkusverein, sondern derjenige, der den Kampf absagt, muss von unserem Hausarzt als kampfunfähig geschrieben werden. Das heißt, du kannst nicht zu deinem Bro nebenan gehen und sagen, ey Bro, tu mich mal krank schreiben. Nein, du musst zu unserem Profi-Fachmann. Und der muss diagnostizieren, dass du kampfunfähig bist und dann bist du ohne Vertragsstrafe raus. So, wenn der Can das wirklich durchziehen möchte und von dem Kampf abspringen möchte, ich persönlich als Eugen sehe zu dieser Situation jetzt gerade keinen Grund abzuspringen. Ja, die Gemüter sind jetzt ein bisschen aufgekocht hin und her. Wie gesagt, das gehört dazu. Wenn man natürlich auch internationale Profiveranstaltungen schaut, geht es da noch viel, viel mehr ab. Da wird mehr beleidigt, mehr in die Köpfe und mit der Psyche gespielt. Aber ja, wie gesagt, wir verhalten uns da professionell und wir wollen den Kampf Can und Gigi weiterhin zeigen. Das wäre natürlich dem Gigi gegenüber sehr, sehr unfair, weil der hat sich die ganzen Wochen vorbereitet, hat sein Leben danach ausgelegt, ja, zu boxen. Beide haben groß geredet, laut rumgeschrien. Und wenn jetzt einer eine Woche vor Kampf wirklich den Schwanz einzieht. Das sind doch alles Ausreden. Das war Plan von dem von ganz Anfang an. Wenn jetzt, warte mal. Wenn jetzt einer eine Woche vor Kampf den Schwanz einzieht und doch nicht kämpft, das ist, wie gesagt, dem anderen gegenüber sehr unfair. Und damit hat er sich eigentlich nur selber ins Bein geschossen. Die schaden sich selber mehr als dem Gigi, weil der Gigi steht. Und der wird auch kämpfen. So, Gigi, was wolltest du sagen? Draufdrücken. Irgendwas mit Plan. Irgendwas mit Plan. Du musst dein Mikro anmachen. Ja, Bro, das war dein Plan. Ich. Bro. Auf menschliche Sprache, bitte. Mach fertig. Sag, was du sprich. Willst. Bro, für mich ist es alles Ausreden, Bro. Bro, die tun gerade diesen Sport in den Schmutz ziehen. Bro, das ist respektlos gegen alle, die es wirklich machen. Sie bevormundet ihn wie immer, ne? Da sieht man keinen Unterschied zum Sommerhaus. Der Typ darf nicht. Im Endeffekt nochmal, ich habe gerade gesagt, im Endeffekt muss muss Can für sich selber stehen. Also wie gesagt, im Ring steht ein Can. Valentina sitzt in der Zuschauertribüne. Valentina kämpft nicht. Can muss das selber entscheiden. Und egal, ob der sich jetzt bevormunden lässt oder selber entscheidet, den Kampf abzusagen, je nachdem, am Ende des Tages trägt Can die Konsequenzen, weil es sein Kampf war. So. Und wenn er jetzt meint, abzuspringen und irgendwelche Stories zu posten, der soll posten, was er will, sie soll posten, was er will. Im Endeffekt, wir verhalten uns professionell. Wenn er wirklich absagen möchte, dann werden wir denen einen Termin geben. Aber ihr habt den ja alle gesehen, er ist kerngesund. Aber ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Eugen, also gehst du davon aus, am 4.11. werden wir den Kampf Can gegen Gigi erleben? Ich safe. Ich hol den ab. Ich sag der Can. Ich nehme Uber, ich bestelle, ich komm. Ich hol den ab. Ich sag der Can wird kämpfen, aber nicht, weil Gigi den abholt, sondern ich glaube, weil der Can selber diesen Kampf sehr will. Und im Endeffekt brauchen die beiden auch ein Ende. Die müssen ihren Disput und diesen Streit zu Ende bringen. So, und wenn du das offen lässt, schadest du das also nur selber. Und ich denke, Can wird kämpfen. Dass jetzt abgehauen ist, finde ich unprofessionell. So verhält man sich nicht. Genauso wie die Reinrufe von seiner Freundin. Das macht, also du siehst, wie viele Leute hier sind, das macht keiner. Und ja, wenn wir uns Mühe geben, professionell zu sein, sollten sich auch die Teilnehmer Mühe geben, professionell zu sein. Also kann ich auch was sagen? Ja, Gigi? Am Ende, Valentina ist ja nur ein Opfer der Vergangenheit. Wo die ist ein paar Mal auf Fresse geflogen als Baby. So, Arzt wollte so rausnehmen und danke, Gigi. Mal runtergefahren. Im Endeffekt, ist ja nicht ihre Schuld. So. Irgendwas passiert. Im Endeffekt, wie gesagt, persönlich wollen wir niemanden beleidigen, persönlich wollen wir niemanden angreifen. Trash-Talk und ein bisschen so Psychospielchen und ja, aneinander engen gehören dazu. Warte mal. Die gehören auch zum Kampfsport dazu. Genau. Gigi ist in Ordnung. Dann noch. Jeden Tag machst du auf cool vor dein Handy. Gigi, und jetzt. Das ist.
Danke, Gigi. Wir kümmern uns jetzt mal um den Kampf, okay, am 4.11. Also Eugen hat gesagt, der Kampf wird Stand jetzt stattfinden. Es gibt natürlich auch vertragliche Konditionen, die für beide Parteien bindend sind. Ja. Dementsprechend steht der Kampf nach jetzigem Stand, sofern nichts weiteres dazwischen kommt. Und für alle, die den Stream vielleicht erst später eingeschaltet haben, Can hat den Saal mit seiner Freundin verlassen aufgrund von Disziplinlosigkeit. Und deswegen führen wir den Stream jetzt ohne Can fort. Genau. Und im Endeffekt, warum ich auch noch denke, dass Can kämpfen wird, Can befindet sich auch seit 8, 9, 10 Wochen in der Vorbereitung. Der trainiert ja auch wie keine Ahnung was. Und er wird sich selber seine Lorbeeren und seinen Lohn wegnehmen, wenn er nicht kommt. So, deswegen sage ich, er schadet sich nur selber, wenn er nicht kommt. So, fertig. Gigi, letzte Wort? Ah? Letzte Wort zu dem Thema Can jetzt. Freust du dich auf den Kampf, Gigi? Ich hoffe, der ist da. Okay, gehen wir davon aus, der ist da und der wird kämpfen. Ja. Ich hab schon alles gesagt, der soll in seiner besten Vorbereitung kommen, weil ich werde kein Mitleid haben. Okay, deine Prognose ist, du haust den K.O. in den ersten zwei Runden. Zweite Runde maximal weg. Okay. Und dann freuen wir uns natürlich auch auf den Hauptkampf. Der Stand jetzt lautet Alex Petrovic gegen Diogo Sangre. Diogo, was glaubst du, über wie viele Runden wird der gehen? Ich hoffe, der Kampf dauert keine 5 Runden, weil man sich natürlich ein K.O. wünscht. Aber es soll so kommen, wie es kommen soll. Ich denke, der hat sich auch gut vorbereitet, Alex. Der wird nicht so schnell zu Boden gehen. Ist ein starker Gegner. Und deswegen denke ich, dass der Kampf nicht nur 2 Runden dauern wird, sondern länger. Also ich sage, der Kampf wird genau 2 Runden dauern, weil du K.O. gehst. Ja. Spätestens 2. Runde. Da bringt doch kein Thailand was. Keine Chance. Gut, dass du so motiviert bist. Das freut mich auf jeden Fall. Aber du, ich sage das ja schon, weil du ein starker Gegner bist. Und ich unterschätze dich auch nicht. Deswegen sage ich ja nicht, dass ich dich in der 2. Runde K.O. haue. Aber das ist auch mein Ziel. Gar keine Frage. Das ist, glaube ich, von jedem sein Ziel. So schnell wie möglich ein K.O. zu kriegen. Aber einfach ist es nicht. Ja, man kann träumen, aber man kann auch realistisch sein. Und ich sage, du gehst 2. Runde platt. Am 4.11., okay. Jungs. Ich freue mich drauf. Da könnt ihr es dann untereinander austragen, okay? Danke. Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Celine, wir hatten gestern eine Fragerunde bei Fame Fighting. Sind da irgendwelche Zuschauerfragen, die interessant sind? Oder ist da nur so das, worüber wir schon gesprochen haben? Na, warte mal, jetzt bin ich bei YouTube. Gib mir 5 Sekunden. Ja. Gleich. So, wir machen jetzt mal einen Test mit allen Kämpferinnen und Kämpfern, die hier sitzen. Hände hoch, wer davon ausgeht, dass sein Kampf schneller beendet sein wird als die offizielle Zeit. Habe ich mir fast gedacht. Sehr gut. Eugen, was glaubst du denn eigentlich, wir jetzt den Hauptkampf betrachten? Alex und Diogo. Gegen Diogo. Das ist, habe ich schon oft genug gesagt, das ist mein Lieblingskampf, weil er sportlich meiner Meinung nach am attraktivsten ist. Warum? Weil beide ein sehr, sehr fokussiertes Training, sehr zielstrebiges Training hinter sich haben. Wie gesagt, der Diogo war in Thailand für die Vorbereitung mit seinem Coach. Der Alex war hier bei verschiedenen Coaches. Man sieht das auch auf Alex seinem YouTube-Channel, wie hart er trainiert. Und ja, wie gesagt, das sind beide Jungs, die keinen Rückwärtsgang haben. Ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Wen ich vorne sehe, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Keinerlei Tendenz. Ich sage meine Meinung persönlich, derjenige wird gewinnen, der das größere Herz hat. Also der es mehr will. Was glaubst du bei den Mädels? Wer ist die stärkste Kämpferin deiner Meinung nach? Ich glaube, die kämpfen alle 57 Kilo, habe ich recht? Alle, ne? Das heißt, die kämpfen alle in derselben Gewichtsklasse. Boah, ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, Vanessa trainiert hart. Julias Training sehe ich ja bei uns im Gym, genauso wie bei Carina. Romina trainiert auch hart. Bei Alexa bin ich immer enttäuscht, weil ich immer gucken will, wie du trainierst. Aber du bist clever und postest das nicht. Ja, dachte ich mir. Ich will nicht immer alles verraten. Ich will euch ein bisschen überraschen. Also lasst es euch. Ja, sag ich ja, das ist sehr clever. Aber ich würde gerne alle beobachten, so als Zuschauer. Für mich ist es natürlich interessant. Aber ich glaube, so eine Stärkste kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, jeder hat seine Schwächen und jeder hat seine Stärken. Und im Endeffekt ist das auch tagesformabhängig. Du kannst, sage ich mal, 3 Monate der beste Trainierer sein und im Training, keine Ahnung, die Pratzen wegknallen wie kein anderer so. Und im Wettkampf selber kannst du das aber dann nicht abrufen, weil du einen Blackout hast oder sonst irgendwas. Wie gesagt, so Prognosen abzugeben, ist immer mega schwer.
wie gesagt, Tagesgeschäft. Eugen, du bist ja selber auch Kampfsportler. Erklär uns und den Zuschauern mal, worauf es dann wirklich an so einem Kampftag ankommt. Wie schafft man es auch mental, das, was man wochenlang trainiert hat, genau in diesem Moment, an diesem Tag abzurufen? Ich sag so, mental ist alles. Mental ist alles. So, wenn du im Kopf da bist, dann das ist mehr als die halbe Miete. Die Technik durch ständiges Wiederholen. Diese Motorik muss automatisiert werden. Also Boxtechnik lernst du einfach durch ständige Wiederholung. Und das kannst du abrufen, wenn du mental da bist. Das heißt, wenn du mental in den Kampf stark reingehst, ja, wie gesagt, mental ist alles. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Celine? Über den Famefighting-Account oder über den YouTube-Stream? Celine? Also über den Account haben wir einmal André, der eine Frage an Alex hat, ob Alex nicht lieber gegen André geboxt hätte. André Mangold? Mhm, genau. Also ich kenne André nicht, wir sehen uns zum ersten Mal, ich habe kein Problem mit ihm und wir sind gar nicht in der gleichen Gewichtsklasse, also es wird gar keinen Sinn ergeben. Ich habe aber noch eine Frage, die jetzt mir gerade gut, dass diese Frage vorgelesen wurde, die ist mir jetzt gerade eingefallen, die geht an dich, Alex. Du hast auch so ein paar Lieblingskandidaten da, wo du sagst, für nächstes Jahr will ich gerne den und den und den und den, erzähl uns mal dazu was. Ich denke, die Leute, die Sommerhaus jetzt mitverfolgen, sehen, auf wen ich gar nicht klarkomme. Und dazu Name. Gehören Maurice und Serkan. Ich würde am liebsten gegen beide gleichzeitig kämpfen. Aber ich denke... Aber gewichtstechnisch die beiden zusammen, das ergibt dann mein Gewicht, das passt dann schon. Also ich sage so, Serkan ist auf gar keinen Fall dein Gewicht. Serkan, denke ich, schätze ich so auf 70 bis 80 Kilo. Und Maurice zwischen 80 und 90. Ja, zähl mal 10 Kilo Wampe ab, dann ist er bei 80. Also würdest du gerne... sagst du jetzt zum Beispiel, ein Warm-up mit Maurice würde gehen? Sehr gerne würde ich gegen Maurice kämpfen. Ich finde, er hat ein zu großes Mundwerk und ist immer nur stark hinter dem Handy oder hinter der Kamera. Mhm. Aber ich denke, er wird kneifen. Der wird niemals durchziehen. Also so ein öffentliches Sparring vor dem Kampf? Sehr gerne, nein, jederzeit. Das machen wir natürlich nicht, weil die Verletzungsgefahr eine Woche vorher ist groß. Wir wollen nicht, dass du ausfällst. Auch wenn du jetzt sagst, nein, der kann mich nicht verletzen. Wir machen das nach dem 4.11. Sehr gerne. Okay. Eugen. Ja, bitte. Sind wir dann soweit für das Face-Off? Ja, wenn Celine nichts mehr hat. Nee. Okay, wir werden jetzt das Face-to-Face machen. Ich bitte jeden, der hier sitzt, hinter mir, neben mir und so weiter und so fort, keine Schlägerei. Weil sonst. Also wir werden einmal die einzelnen Paarungen vorlesen, beziehungsweise aufrufen. Eugen wird hier in der Mitte stehen. Jeder, der links von mir sitzt, geht links einfach runter und jeder, der rechts von mir sitzt, geht natürlich rechts runter. Eugen wird jetzt gleich hier vorne sich hinstellen, genau in die Mitte. All diejenigen, die das filmen wollen oder fotografieren wollen, können natürlich auch gerne näher rangehen in diesem Fall. Ansonsten würde ich wie immer bitten, nicht aus dem Publikum reinzuschreien, sodass wir auch die Kämpfer und Kämpferinnen hören können, was sie sagen, zumindest hier im Publikum. Und wie gesagt, alle, die links von mir sitzen, gehen bitte links runter und alle, die rechts von mir sitzen, gehen dann rechts runter. Wir starten mit der Begegnung Vanessa Kovtun gegen Romina Mina. Dankeschön. Patrick Fabian und Jakob Melan-Jakeri. Nochmal, ne, an die Jungs, die jetzt runterkommen. Ich glaube, die beiden Jungs, die neben mir stehen, mit denen wollt ihr jetzt keine Schlägerei haben. Okay. Dankeschön. André Mangold und Sebastian Panik. Mach rein.
Dankeschön. Jessica Fiorini und Carina Spack. Vielen Dank. Nicolas Nisou gegen Kevin N.J. Hier auch nochmal Betonung auf Friede, ne? Dankeschön. Vielen Dank. Erik Sinnermann kämpft gegen Mike Heiter. Danke. Vielen Dank. Alexa Breit und Julia Römmelt. Da unten. Ja, ja, wir machen Dinge. Bis auf den Ton. Hol's dir. Danke. So, dann haben wir Can Kaplan, der aufgrund von Disziplinlosigkeit hier nicht mehr anwesend ist und den Saal verlassen musste. Der kämpft gegen Luigi Birofio. Wir können nicht improvisieren, wir machen Trickserei. Gigi wird improvisieren, weil sein Gegner nicht mehr im Saal anwesend ist. Der Kampf findet aber Stand jetzt statt. Gigi, du freust dich auf den Kampf und wenn du willst, dass der stattfindet, dann bitten wir dich jetzt ganz kurz, dich zusammenzureißen. Besten Dank. Can Kaplan kämpft gegen Luigi Birofio. Also, macht euch keinen Kopf. Can wird kommen. Und wenn er nicht kommt, kommt er irgendwie. Wir holen den ab. Ob mit Taxi, Uber, ich hole den ab. Also der Gigi Kampf wird kommen. Mach mir keine Ausdrücke zu sagen. Besten Dank, Gigi, wissen wir sehr zu schätzen. Dankeschön. So, jetzt so dann freuen wir uns auf den Hauptkampf, der über 5 Runden geht und auch definitiv stattfinden wird. Diogo Sangre gegen Alex Petrovic im Schwergewicht. Superschwergewicht. Dankeschön. Also, der Hauptkampf im Superschwergewicht, Alex Petrovic gegen Diogo Sangre. Alles ab dem 4. November. Eugen, du kannst auch gerne hier wieder Platz nehmen. Vielen Dank für das Face-to-Face aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir freuen uns auf spektakuläre, sicherlich sportlich, auch qualitativ hochwertige Kämpfe. Und wir freuen uns natürlich auf jede Menge Unterhaltung. Und ich muss sagen, das war mit Sicherheit die unterhaltsamste Pressekonferenz, die ich jemals mitgemacht habe, Eugen. Ich will mich an dieser Stelle an jeden bedanken, der gekommen ist, an Pressezuschauer und an die Kämpfer. Ihr habt das alle sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke, wir werden eine sehr, sehr krasse Show auf die Beine stellen und ich freue mich darauf.
Ich würde nochmal bitten, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt aufzustehen, damit wir ein finales Foto machen können. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, am 4.11. ist es soweit, Fame Fighting hier live aus Bonn. Das Box-Event, auf das Reality TV Deutschland gewartet hat. Man hat gehört, Event des Jahres. Will ich nur mal anmerken. Heute Abend kämpft der Tyson Fury gegen Francis Ngannou. Ich glaube, das wird nach dem 4.11. Geschichte sein. Danke. Ich stehe auf. Vielen Dank an alle. Das war's mit der Pressekonferenz.